Machen wir eine Aufnahme nebenbei, dann haben wir eine bessere Qualität für YouTube. Ist ja mega nice. Beliebige Taste drücken. Wir gehen rein. Okay, das war jetzt weniger episch, als ich gedacht habe. Ich habe gedacht, da kommt jetzt gleich... Ja, okay. Ich dachte, da kommt jetzt irgendwie ein geiles Intro oder sowas, aber... Akzeptieren Sie diese Lizenzbestimmungen? Oh ja, okay. Hm. So. System. Einmal mal ganz kurz nur schauen, ob hier alles passt mit der Auflösung. Ja, ja, ja. Kann ich die noch höher stellen? Gibt es noch? Ja, Maximum. Erweiterte Einstellungen. Ja, wir haben überall Maximum. Das sieht sicher gleich super sexy aus. Neues Spiel. Let's go. Spielst du mit Controller? Ja. Ja, ja, ja. Ich spiele mit Controller. Damit das Bild rechts kaum zu sehen ist, sollte so eigentlich ganz gut sein. Dürfen wir uns im Chat über Sachen im Spiel unterhalten oder sollen wir das auch unterlassen, wenn du davon gespoilert werden würdest? Ist ja noch ein Unterschied, ob es an dich gerichtet ist oder nicht. Wenn es storybezogen ist und ihr mir damit die Story spoilert, wäre das ziemlich scheiße. Wenn es sowas ist wie, ja, ich habe mir das und das Schwert geholt und das finde ich geil, weil was macht das und das, ist es mir egal. Ich will aber nicht in der Story gespoilert werden und ich will auch nicht, wenn ich einen Boss mache, dann im Chat lesen, wie Leute darüber reden, was der Hidden Weg ist, den Boss zu legen mit 3 Schlägen. So, wir haben unterschiedliche Fraktionen. Wir haben einmal einen Vagabund, Krieger, Held, Bandit, Astrologe, Prophet, Samurai, Gefangener, Bekenner, Bettler, geil, da sehe ich mich. Ich bin B. Nice. Name. So, wir sind Stirb Joker. Das passt ganz gut. Wir sind jung. Game Sound lauter, können wir machen. Andenken, keine Stufe 1, alles wundervoll. Detailliertes Aussehen, ja, ich bin jung. Was haben wir für eine Stimme? Kann ich mir die auch anhören? Ah. Ja. Yeah. Versucht das Spiel mir gerade auf höfliche Art und Weise zu sagen, dass ich die Stimme von einer alten Frau habe? Okay. Ja, die wollen wir. Die wollen wir auf jeden Fall. Hautfarbe passt. Das ist der Way. Schau dir nochmal Andenken an. Ja, ja, mach ich gleich doch. Mach ich gleich noch in Ruhe. Erstmal will ich gerade mein Gesicht anpassen. Ich sehe literally... Doch, jetzt sehe ich einen Unterschied in der Knochenstruktur. Das sieht halt schon echt krass aus, was man da alles so umstellen kann, tatsächlich. Scheinbares Alter, Gesichtsästhetik. Feminin. Seht ihr irgendeinen Unterschied? Also... Ach, das Gesicht wird einfach runder. Jut. Ich glaube, das sind, glaube ich, nicht so krass viele Unterschiede mit drin, oder? Haare wird spannend werden. Haare wird auf jeden Fall spannend werden. Und dann mal gucken, was wir da haben wollen. Ich will auch eine andere Nase noch haben. Oder andere Augen. Also jetzt gerade sehe ich, glaube ich, sehr asiatisch aus, was auch cool aussieht, aber... Oder ich nehme mir einfach Haare in die Fresse, dann sehe ich gar nichts. Das ist natürlich auch eine Option. Hallo, ich bin Teil einer Boyband. Ach, man kann das ja auch drehen. Dann sehe ich ja, dass meine Gesichtszüge überhaupt nicht zu mir passen. Das hätte ich natürlich, also... Ich habe halt kein Kinn, also...
Ich habe halt kein, also ich habe halt literally kein Kinn. Aber die Charaktere haben irgendwie alle kein Kinn. Oder sieht das nur so aus für mich? Bin ich gerade auch irgendwie zu einem Mann geworden? Oder wirkt das für mich gerade nur ein bisschen so, weil die Haare das so machen? Kinnspitzenposition vorne. Ich will erstmal die Kinnlänge bearbeiten, dass ich hier ein bisschen mehr. Ich glaube, ich sollte mit der Nase anfangen. Das macht es, glaube ich, leichter und mich dann von der Nase weiterarbeiten, weil die Nase ist sehr, sehr krass. Also die ist wirklich sehr, sehr krass gerichtet. Ich habe ja auch so, ich habe eigentlich eine relativ, da oben eine relativ dünne Nasenbrücke. Und dann, okay, was wird denn da gerade länger? Nasenrückenlänge. Das sieht alles nicht so aus, wie ich das gerne hätte. Nasenspitzenhöhe, Nasenneigung. Nee, ich hätte halt gern eine normale Nase. Also eine existierende Nase. Hallo? Nase? Nase? Gibt es nicht die Möglichkeit, die Nase irgendwie lang zu ziehen? Man kann zwischen verschiedenen Völkern eine Vorauswahl machen. Wo denn? Oh, das hilft wahrscheinlich sogar extrem, wenn ich das machen könnte, weil Weil ich habe nirgendwo gesehen, wo das gehen würde. Ich habe ja wirklich hier nur. Am Anfang hatte ich doch. Ach, da muss ich auch noch mal reingucken, was ich da habe. Die Vergangenheit ist ein für alle Mal vergangen. Ein Medaillon mit höherem Bärstein erhöht die maximale RP. Na, das ist alles, wir fangen ohne irgendwas an. Grundvorlage auswählen. Ja, das haben wir ja schon. Also. Ja, aber das ist ja. Ach, das sind aber quasi. Also, das ist dann quasi eine Grundvorlage. Von IC. Kriegerin wird als Volk gewählt, quasi. Habe ich hier eine Nase? Ja, das sieht schon mehr nach einer Nase aus. Also immer noch nicht so krass, wie ich es gerne hätte, aber schon mal besser. Tut mir leid, dass ich da gerade so lange brauche, aber ich werde viel Zeit mit diesem Charakter verbringen. Und deswegen ist es mir sehr wichtig, mir da einen Charakter zu machen, den ich sehr cool finde. Außerdem finde ich es insane, was man alles machen kann. Also das ist einfach krass so. Das ist richtig krass, was man da alles machen kann. Was ist Gesichtsästhetik? Ach, das war das Feminine. Das man reinbringen konnte. Geil. Dankeschön, Winzer, für die 28 Monate und Borgi für die 10 verschenkten Subs. Vielen lieben Dank. Danke, 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 danke schön. Das ist super nett. Vielen lieben Dank. Dankeschön, Dankeschön.
Ja, es macht halt Spaß. Also ich weiß, dass Leute mich verarschen werden dafür, dass ich da ein bisschen zu viel Zeit mir nehme. Aber mir macht das halt Spaß. Also machen wir das. Warum rechtfertige ich mich dafür? Ich kann doch einfach mir Zeit für meinen... Es hat doch sich niemand beschwert. Was ist denn schon wieder los mit mir? Es hat sich ja literally niemand beschwert. Nobody asked. Und Pia ist so, ja, ich will unbedingt. Oh, guck mal, da kriege ich jetzt nur ein bisschen... Genau, ich will halt mit der Nasenrückentiefe da oben so rein. Aber dann möchte ich ein bisschen mehr Länge haben. Und ein bisschen... Eigentlich müsste ich ja... noch eine viel längere Nase mir bauen, aber das geht nicht so richtig. Also die Nasen sind alle sehr so straight nach unten gerichtet. Ich habe ja so eine... Ich krieg die Nase gar nicht so lang wie meine Nase. Meine Nase ist so lang. Das kriege ich gar nicht hin. Es gibt später noch einmal einen Menüpunkt bzw. eine Nasenlänge. Da findest du dann auch das, was du willst. Das ist ein bisschen unübersichtlich. Ui, okay. Hier haben wir Nasenlochneigung. Eine Nasenlochneigung. Ist auch spannend. Okay. Aber hier ist doch... Ja. Krass. Ach, da verschieben sich die Augen. Ich sehe keinen Unterschied. Ich sehe keinen Unterschied. Ich sehe literally keinen Unterschied. Die Augengröße ist auch gigantisch, ne? Also ich meine, es ist hübsch, aber ich habe nicht so große Augen. Aber ist ja auch egal, ich krieg mich eh nicht hin. Also, die sieht sowieso nicht aus wie ich. Das wird sowieso nichts. Ich drücke jetzt alles ein bisschen so durch. Und wenn der Charakter danach hübsch ist, dann tue ich so, als wäre es Absicht gewesen. Und als hätte ich gewusst, was ich tue. Das ist so die Idee dahinter. Ja, das ist halt... Also, da gibt es halt so viele Details. Ich wollte eigentlich nur diese Nase... Das kriege ich nicht hin. Gut, dann ist auch gut jetzt. Haare. Hallöchen, Herr Emerson. Von vorne geht's, aber seitlich sieht's immer komisch aus. Ja, es geht. Ist fein, sie sieht halt böse aus. So, sie sieht ein bisschen böse aus, aber das ist nicht so schlimm. So, ach, das sind auch coole Haare, holy shit. Das sind sehr, sehr coole Haare. Kann man Haare später nochmal ändern? Frage an den Chat. Dankeschön, Kackbuhn. Ja. Kriegt man noch mehr Frisuren? Nein. Das bedeutet, wenn ich einmal eine Scheißfrisur jetzt mir ausgesucht habe, dann kann ich meiner Scheißfrisur für immer treu bleiben, wenn ich das möchte. Die Haare sehen unfassbar gut animiert aus. Also wenn ich mir das so anschaue, ich glaube, das sind mit die besten Haare, die ich je gesehen habe von der Animation. Also das ist echt insane, wie gut die aussehen, die Haare. Das haben sie wirklich krass hinbekommen. Ja, es ist schon. Es hat einen krassen asiatischen Touch trotzdem, das Gesicht. Entweder ich habe es jetzt wirklich mit der Nase nochmal verkackt, was possible ist, oder es hat wirklich einfach einen super krassen asiatischen Touch, den man nicht so richtig rausbekommt. Vielleicht, wenn man viel
Zeit investieren würde. Also auch nicht schlimm. Also überhaupt nicht schlimm. Es fällt mir nur auf, weil ich es halt gewohnt bin in Spielen, dass es meistens so europäisch ist quasi. Nee, ich meine nicht nur die Augen. Also auch wenn ich die Augen wegdenke, der Mund und die Nase haben, finde ich, einfach so was Asiatisches von dem, wie man es halt sieht. Was ja überhaupt nicht schlimm ist. Ich finde es nur, also ich finde es halt insofern total spannend und cool, weil ich es halt als Zentraleuropäerin gewohnt bin, dass ich in jedem Spiel immer Charaktere finde, die sehr ähnlich aussehen wie ich. Das ist tatsächlich unfassbar privilegiert, weil das halt, oh, da können wir uns richtig lange Spinnenwimpern machen, geil. Und ich finde es super krass, das auch jetzt auch einfach mal zu sehen, dass das halt nicht bei jedem Spiel der Fall ist. Und ich finde es cool. Also ich finde es wirklich, wirklich cool. Wir können uns zwei unterschiedliche Augenfarben machen. Oder? Rechte Irisfarbe? Ja. Das heißt, wir können uns ein blaues Auge machen. Was ich geil finde. Und ein braunes Auge. Das ist geil. Sieht cool aus. Da haben wir noch Hautdetails. Das passt eigentlich alles. Kosmetik. Wir können den Lidstrich noch bearbeiten. Wir sind ein kleines Gothic Girl. Habe ich gerade entschieden. Aber mit einem, mit einem schwarzen Lidstrich, das gefällt mir. Blau oben ist auch hübsch. Es ist eigentlich, da gibt es für mich nicht wirklich einen Grund, was zu verändern. Das ist eigentlich, die sieht ganz gut geschminkt aus. Also wer auch immer das gemacht hat, hat auf jeden Fall mehr Ahnung von Schminke als ich. Okay, die Tattoos sind alle in dem Gesicht. Wie es aussieht. Ach, das ist auf der Stirn, ne? Ja, das sehen wir halt nicht. Das sehen wir halt alles nicht, weil wir Stirnfransen haben. Dann lassen wir das weg. Ach, aber man könnte es runterschieben. Okay, das bedeutet, ich könnte mir ein super cooles Tattoo aussuchen, das ich mega nice finde. Zum Beispiel... Ist da gerade was runtergefallen? Oder klang das nur so? Aber Kiba hat sich nicht bewegt. Es klang gerade ein bisschen so, als wäre in meiner Wohnung irgendwas umgefallen. Und dann müsste ich es doch jetzt eigentlich hier so runter bewegen können. Aber es sieht halt nicht gut aus, wenn du das so runter bewegst. Also es ist halt eine geile Funktion. So sieht das ein bisschen aus, als hätte ich vergessen, mir den Mund abzuwischen, nachdem ich gegessen habe. Ich liebe zwei Farben Augen. Darf ich dir das dann auch machen, Pia? Ja, darfst du. Auf jeden Fall. Klingt so, als könnte dir das passieren. Definitiv. Also, definitiv. Aber man könnte es auch spüren. Spiegeln. Ja gut, dann ist einfach nur auf der anderen Seite. Ja, also... Gibt es da irgendein Tattoo, wo ich sage, das wäre richtig cool? Ich meine, das könnte man jetzt zum Beispiel in so rot nehmen. Das ist halt sehr, sehr hell. Ich verschiebe das gleich, also ich verändere das vielleicht nochmal von der Farbe, weil das, oder in so einem Weiß. Und dann könnte man das verschieben und sagen, okay, wir schieben es runter.
Also sowas könnte man halt bauen. Aber es ist halt die Frage, ob man das will. Sieht halt mit dem weißen Auge auch irgendwie cool aus. Also, dass man sagt, okay, wir haben so eine Gesichtsbemalung auf der Seite von dem Auge. Ist halt die Frage, ne? Man könnte es auch noch ein bisschen kleiner machen, theoretisch gesehen. Dann ist es nicht ganz so aufdringlich. Das finde ich eigentlich ganz fancy. Spiegeln an, gespiegelt. So meinst du? Ich finde es so sogar fast besser, weil es halt, wobei. Ja, ich finde es so sogar fast besser, weil es halt mit dem Auge geht. Weil es halt so mit dem Auge runtergeht. Jetzt ist nur noch die Frage, wollen wir es in weiß? Oder wollen wir es vielleicht in einer anderen Farbe? Also man könnte es natürlich auch in schwarz machen. Sieht auch cool aus. Ist ein bisschen dezenter. Man könnte es aber auch in rot machen. Ich nutze da jetzt einfach mal ganz kurz meine Maus. Man kann es auch in Rot machen. Dankeschön, Wahim, für die 5 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Und Dankeschön, Race, für den Prime-Sub. Vielen lieben Dank auch an dich. Ich möchte die Haarfarbe behalten. Ja, ich finde das Schwarz sehr cool. Ich hatte schon lange keinen Charakter mehr mit so tiefschwarzen Haaren und ich finde das eigentlich ganz fancy. Und passend blau zum Auge. Das wäre quasi vom Auge her. Ist auch cool. Aber ich finde rot auch gut. Cheat, Leute. Wir werden einfach nicht zum Spielen anfangen, weil wir damit beschäftigt sind, den Charakter zu designen. Lila Umfrage. Ja, wenn wir jetzt dafür schon anfangen, Umfragen zu machen, dann kommen wir halt nicht so weit, ne? Rot hat halt was Kriegerisches. Also Rot hat halt was unfassbar Kriegerisches. Und hat halt sowas, dann ist es so eine Kriegsbemalung, die man halt mit Blut ins Gesicht gemalt hat. Und das finde ich halt auch cool. Ich mag halt diesen Rot-Schwarz-Kontrast extrem gerne. Wow, Fergal. Heute Char, morgen Spielbeginn. Erste YouTube-Folge, das ist mein Charakter. Das wird darauf hinauslaufen, ja. Nee, wieso muss dann das Auge rot sein? Das sieht man sowieso nie wieder unter der Rüstung. Man muss halt das einfach ein bisschen anders sehen in meinem Fall. Also klar könnte man jetzt einfach sagen, boah, ja, ist scheiße für dich, weil man sieht das nie wieder unter der Rüstung und warum tust du das? Aber ich bin ja eine sehr privilegierte Person. Ich habe Luna. Liebe geht raus an Luna. Luna zeichnet meine Thumbnails für meinen Uncut YouTube-Channel. Und Luna zeichnet extrem geile Thumbnails. Und desto mehr Liebe und Aufmerksamkeit ich meinem Charakter gebe, desto mehr Details kann Luna dann auf meinen Thumbnail zeichnen. Das heißt, wir sehen den Charakter in-game nicht, aber wir sehen die Thumbnails, die von Luna gezeichnet wurde. Ich mach's mit Rot. Ich finde Rot cool. Wir nehmen Rot, bevor wir hier noch ewig lang hin und her diskutieren. Vielleicht switch ich's ja nachher nochmal durch. So. Und jetzt können wir noch Körper anpassen. Ja, da würde ich eigentlich gar nicht so viel ändern. Also, ich meine, was wir definitiv brauchen, damit wir uns wohlfühlen, sind Riesentitten.
Ich möchte mal ganz kurz Props an dieses Spiel ausrichten, dass wenn ich meine Brust vergrößere, dass sich dann automatisch der ganze Körper verändert und nicht nur die Brüste groß werden. Das ist, finde ich, extrem cool, wenn ich das ganz kurz sagen darf. So, ich kann das jetzt als Favoriten speichern. Geht da jetzt irgendwas anderes auf damit? Nee, geil. Dann habe ich den einmal abgespeichert und kann den theoretisch wieder benutzen, wenn wir den brauchen. Der Kopf sieht so klein aus. Ist doch ein ganz normaler Kopf. Dein Kopf ist genauso groß im Verhältnis zu deinem Körper. Okay. Wie sage ich jetzt, dass ich bereit bin? Der Hals ist so lang. Hä? Wo ist denn der Hals lang? Findet ihr? Wir können den Kopf auch größer machen. Ich bin gleich wieder da. Ich war kurz mal einen Mini-Heart-Attack bekommen. Danke, Turtle Squad für die 100 Bits. Dankeschön. Dankeschön, Barem und Race. Vielen lieben Dank für die Subs, ihr Lieben. Und Dankeschön, Simpy. Dankeschön, Dankeschön. Das ist super nett. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, aber wenn der Kopf klein ist, dann ist die Hit-Rage für meinen Kopf auch kleiner. Oder? Also, hat ja nur Wins. Ich danke euch auf jeden Fall. Dankeschön. Dankeschön. Das war doch... Das war bei Körper ändern safe, oder? Kopf. Das sieht halt, also wenn der Kopf größer wird, dann... Das sieht, jetzt sehe ich einfach aus wie ein Kind. Also, ich glaube, das passt schon so. Vielleicht so? Vielleicht so? Ich glaube, Hals kann ich gar nicht kürzer machen, oder? Dankeschön, Lelex, für den Prime. Vielen, vielen lieben Dank. Das war ein Joke, Fergel. Aber ich finde, das ist halt ein ziemlich normaler Kopf. Also, ich finde, das ist tatsächlich ein ziemlich normaler Kopf. Aber ich glaube, Hals können wir gar nicht... Habe ich nicht nirgendwo gesehen. Aber ist jetzt auch... Das wird schon passen. Also, das wird schon passen. Okay, wie komme ich jetzt weiter? Okay. Ich würde gern... Gut. Genau, wir haben hier nochmal die Andenken. Ein Medaillon mit rötlichem Bernstein erhöht die maximalen MP. Das Gold der Gnade leuchtet in den Augen der Menschen im Zwischenland. Benutzt dies, um viele Runen zu erhalten. Ein goldener Samen, Treibgut aus dem Zwischenland. Asche der Vampirwache. Drei seltsam gesprungene Töpfe. Steinschwert. Ja, aber das ist ja alles... Nee, wir wollen das nicht. Wir wollen gar nichts haben. Wir wollen keine Muskeln, wir haben ein, was auch immer das ist. Wir heißen Stirb Joker. Ich bin bereit. Ich bin nicht bereit. Aber wir sollten bereit sein.